Jetzt kenne ich Sie persönlich eher aus diesen Corona-Protesten, aus dem Umfeld. Ist das was, wo man sagt, da versucht man jetzt Bewegungen irgendwie zusammenzubringen? Es gab gestern auch Diskussionen drum, ob das möglicherweise, ob es da eine Vernetzung geben könnte. Also ich bin ja schon langjähriger Friedensaktivist, das heißt, hier bin ich ja schon seit Anfang an mit dabei und der Friedensdemo war ich von Anfang an dabei. Früher international gesagt, der Menschenrechte, Rechte und Rechts, da war ich ja überall immer sehr präsent quasi. Und ich finde, bei den Corona-Protesten ist es ähnlich eigentlich wie bei diesen Protesten hier, dass es einfach die Kollateralschäden einfach ausgeblendet werden, dass man immer quasi eine gewisse Sicht auf Dinge hat und dass es einfach viel mehr Sicht gibt, die man eigentlich berichten müsste, auf die man das Auge legen müsste, genauso wie bei den Grundrechten, genauso wie beim Frieden. Ohne Friede keine Freiheit, ohne Freiheit kein Frieden. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, hier zu sein, wichtig auf Grundrechtsproteste zu gehen und richtig sich für das einzusetzen, für was man steht und für das, an was man glaubt. Jetzt gibt es ja ein bisschen, wenn man sie googelt oder so, dann kommt relativ schnell Verschwörungsideologischer Rapper. Ist das ein Schuh, den Sie sich anziehen oder wie sehen Sie das? Nee, das ist ein Schuh, der mir angezogen wird, ja, und deswegen würde ich mir diesen Schuh selbst nicht anziehen. Ist ja auch die Frage, was betitelt man dann als Verschwörungstheorie? Sagt man, es ist eine Ermittlungshypothese. Bis vor ein paar Jahren war es eine Verschwörungstheorie, dass über Randstein der Drohnenkrieg kommt. Also da waren wir genauso an dem gleichen Level, dass wir quasi bis 2012 gesagt haben, okay, das sind Verschwörungstheoretiker, die hier stehen und das behaupten, bis dann ein Brent Ryan kommt oder bis dann ein Snowden kommt und dann ist es plötzlich keine Verschwörungstheorie mehr. Und deswegen ist das halt immer die Frage, die Trennschärfe ist halt, es gibt nicht nur schwarz und weiß.